Okay, next. Ich mach mal weiter, ich bin Jean-Paul. Mein Thema sind Schulen. Ich habe ein eigenes Modell entwickelt. Danke. Und ich frage alle hier, nach vorne zu kommen und wählen. Vielen Dank. Okay, also dann fange ich mal an. Wir haben in Schulen die Situation, dass die ein hierarchisches System sind, viel Verwaltung drin ist, aber auch viel Kämpfe unter den Lehrern. Gerade in der Schweiz haben wir die Situation, da wurden Schulleitungen eingeführt, was ein wichtiger Entwicklungsschritt war. Und das System ist aber jetzt wieder an eine Grenze gestoßen. Und da war das Buch von Frédéric Laloux für mich eine sehr wichtige Inspiration. Und ich habe das Buch gelesen und gemerkt, dass da sehr viel Möglichkeiten jetzt für den Bereich ist, wo ich viel arbeite mit Schulen. Ich möchte gerne mein Modell präsentieren heute Abend. Ich habe sehr lange gebraucht, um das zu entwickeln und ich freue mich sehr, jetzt das präsentieren zu können. Es ist sehr einfach, das Modell. Erstens geht es um den Purpose, die Sinnorientierung. Das ist der erste und zentrale Schritt. Das ist der Fokus, das ist die, dort geht die Energie hin. Ich arbeite mit Schulen, ganz kleine Schulen, 20 Leute bis ganz große Schulen, 150 Leute, den Sinn herauszukristallisieren. Das Eingangstor in die Schulen ist die Leitung, die Schulleitung. Ich frage die Schulleitungen, was ist der Sinn deiner Schule? Dann schauen sie mich mit so großen Augen an, weil nie hat sie jemand das gefragt. Und interessant ist, sie wissen sehr schnell eine Antwort darauf. Der Schule ist bestmögliche Rahmenbedingungen für Lernen und Leben zur Verfügung zu stellen. Der Sinn ist, dass Schüler ihre Träume verwirklichen können. Der Sinn ist, dass jedem Kind Bedingungen geschaffen werden, dass es gut lernen kann. Das ist ein Satz, das ist kein Mission Statement, das ist kein Leitbild, das in der Schublade liegt, sondern es ist ein Satz. Das ist der Sinn, der Purpose. Und wenn ich das herausgearbeitet habe, dann kann ich von dem aus weitergehen. Und immer mitdenken, die Leitung steuert das Ganze, den ganzen Prozess. Wenn die Leitung nicht on board ist, dann geht es nicht. Also das ist vielleicht schon eine Antwort auf gewisse Fragen. Ich mache das mittlerweile so, dass ich drei Führungsebenen einbeziehe und ihnen genau das erzähle, was ich euch erzähle. Und wenn sie dann noch Ja sagen, dann funktioniert das auch. Wir sind mittlerweile in der Schweiz, wir reden von öffentlichen Schulen, 15 Schulen, die so arbeiten. Und die Ergebnisse sind sehr ermutigend, weil was passiert ist, es wird schon von Anfang an wird energiefrei. Energiefrei für das sogenannte Kerngeschäft, wie das in der Schule heißt, der Unterricht. Die Lehrer können von Anfang an ihre Energie dorthin bringen, wo sie für trainiert wurden, was sie machen wollen, wofür sie den Beruf gewählt haben, Schüler zu unterrichten. Das ist der Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei, und das ist auch die zweite Frage an die Schulleitungen. Bist du bereit, die Verantwortung für die Umsetzung des Sinns an die Lehrer zu übergeben? Ich rede nicht von Selbstorganisation. Das ist der Breakthrough Nummer zwei, Selbstorganisation. Aber ich kehre es um über die Verantwortung, weil das ist der zentrale Schritt, den Leuten die Verantwortung für die Umsetzung zu übergeben. Dann brauche ich nachher Selbstorganisation und ganz klare, strukturierte Prozesse, die Sicherheit geben. Weil das ist der große Schritt.
Und die Erfahrungen zeigen, die allermeisten Leute, gerade Lehrer, die sind ja gewohnt, selber zu arbeiten. Und sie, was neu ist für die einen ist, aber das ist doch die Schulentwicklung nicht mehr so neu, dass sie in Gruppen arbeiten. Sie müssen kollegial den Sinn umsetzen in ihrer Schule. Sie müssen die Frage beantworten. Das ist ein Teil der Strukturen der Verantwortungsübernahme, die über den Prozess gesteuert wird. Wie setzt ihr den Sinn im Unterricht um? Und da habe ich zwei Elemente, die sehr wichtig sind für das Lernen und für die Entwicklung der Organisation. Das eine ist, die Arbeit zu präsentieren. Was mache ich? Ich hole damit die Leute aus ihrer Isolation raus. Lehrer, aber auch andere Professionen sind sehr isoliert. Sie müssen sich zeigen mit dem, was sie gemacht haben, mit ihren Projekten, das, was sie im Unterricht machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, sie bekommen Peer-Feedback. Ein sehr wichtiges Moment. Es ist nicht eine Schulleitung oder ein Beamter, der top-down Feedback gibt oder etwas vorschreibt, sondern es ist von Anfang an from the inside. Sie entwickeln den Sinn, sie übernehmen Verantwortung für das, was sie machen. Sie präsentieren das und bekommen Rückmeldungen von ihren Peers. Lehrer sind nicht gewohnt, das zu tun, aber sie lernen es sehr schnell. Das ist das, was passiert. Sie lernen, Feedback zu geben, sie lernen, Arbeit zu präsentieren, sie machen die Erfahrung, dass in einem sicheren Rahmen sie nicht in die Pfanne gehauen werden und sie lernen voneinander. Sie sehen, ah, die machen das, das ist eine gute Idee, darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Können wir auch mal ausprobieren. Also es wird von Anfang an Lernen befördert in der Organisation selber. Natürlich kommt auch von außen im Input, aber das steuern sie selber. Es ist Selbststeuerung, Selbstorganisation auf der professionellen Ebene der Lehrperson und des Unterrichts. Punkt Nummer 3, da weiche ich auch ein bisschen von Lalu ab. Mit der Ganzheit, ich mache es über die Entscheidungsprozesse. Ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist. Lalu beschreibt das am Beispiel von AES in seinem Buch, von diesem Energiekonzern, die 40.000 Mitarbeiter haben und damals, als der CEO das eingeführt hat, gesagt hat, in der Organisation kann jeder alles entscheiden. 3 Dinge muss er beachten. Das ist das, was Lalu den Advice Process nennt. Ich spreche lieber von Entscheidungsprozess. Auf Deutsch ist es sonst missverständlich, wenn ich von Beratungsprozess rede. Es ist der Entscheidungsprozess. Das ist sehr radikal. Und ich habe eine Schule, die jetzt begonnen hat, so zu arbeiten. Und das heißt, jeder kann alle Entscheidungen fällen in der Organisation. Was es braucht, ist, dass die Leute gewohnt sind, schon Verantwortung zu übernehmen. Ich habe schmerzliche Erfahrungen gemacht mit Schulen, die das noch nicht hatten und dann schon den Entscheidungsprozess einführen wollten. Geht nicht, funktioniert nicht, weil dann Konflikte über das Modell ausgetragen werden. Und das geht nicht. Es muss die Rückkopplung an den Sinn geben. Es braucht, das ist der Punkt Nummer 1, alle Entscheidungen müssen in Übereinstimmung zum Sinn sein. Punkt Nummer 2 für die Entscheidungsprozesse, ich muss Leute einbeziehen, die etwas verstehen von dem, was entschieden wird. Wenn ich neue Computer anschaffen will, dann muss ich IT-Leute einbeziehen. Ich muss Leute, die von der Entscheidung betroffen sind, einbeziehen. Also ich muss immer Leute fragen, die nachher mit dem Arbeit von der Entscheidung tangiert sind. Ich sage noch was zu Wholeness. Das ist der dritte Durchbruch, die Ganzheit. Ganzheit ist für mich sehr wichtig. Das ist sozusagen die Vertiefung des ganzen Modells. Aber es ist Teil des Prozesses. Oft kann ich nicht mit dieser Tiefe reingehen. Aber ich kann, wenn ich weiterarbeite mit dem Sinn,
wenn ich den Sinn herauskristallisiert habe, dann gehe ich von dort weiter. Dann kann ich Arbeit über Werte machen und dort gehe ich in die Tiefe. Dort gehe ich dann geht es Belief System herauszufordern, Glaubenssätze, was sind unsere Mindsets, unsere Mental Models. Aber auch dort geht es darum, diese Unterschiede herauszuarbeiten, nicht zu sagen, so muss es sein, sondern darüber in Dialog zu treten, was unsere Glaubenssätze sind. Aber ich kann das auf der Prozessebene stark steuern, indem ich zum Beispiel reingebe einen Satz, Adults grow, or adults can grow. Erwachsene, auf Deutsch tönt es paradox genug, Erwachsene können wachsen. Okay, lass uns darüber diskutieren. Stimmt das wirklich? Ist das so für uns? Können Erwachsene wachsen? Ja, klar. Okay, was heißt das? Ah, das hat einen Einfluss auf unsere Fehlerkultur. Das hat einen Einfluss darauf, dass wir nicht perfekt sein müssen. Und so weiter und so fort. Dann bin ich sofort in dieser Ganzheit drin, in dem, was ich erreichen will. Aber ich kann nicht so reingehen. Ich muss die Leute mitnehmen in diesen Prozess und von dort her das Ganze vertiefen und immer mehr zu ihrem eigenen machen, so dass die Leute für ihr Denken, für ihr Handeln, für ihr Fühlen Verantwortung übernehmen können. Ja, ich mache mal einen Punkt soweit. Das ist mein Modell. Es ist eine Antwort auf die Fragen von Komplexität. In den Schulen heißt es Heterogenität. Was hält das alles zusammen? Und wie können wir mehr wieder Verantwortung für das übernehmen, was uns am Herzen ist? Ja. Du hast jetzt noch nichts gesagt über die Schüler. Ja. In Schulen, die das schon eingeführt haben, die Wirkung auf die Schüler. In Schulen haben wir es immer mit zwei Ebenen zu tun. Wir haben es einerseits mit der Führung, Organisationsebene zu tun und das, was du sagst, mit der Unterrichtsebene. Und ich sage, ich steuere den Prozess auf dieser Ebene. Was ihr im Unterricht macht, das ist eure Verantwortung. Das ist euer Reichtum, das ist euer Geschenk. Eine Schule hat zum Beispiel den Sinn, und das ist sehr schön, weil es quasi dann zeigt, dass es ein Fraktal ist. Das ist mein Denken von Organisation. Wenn es organisch gebaut ist, dann sind das Fraktale, die sich, das heißt, dass sich das Kleine oder das Große wieder zeigt. Die hat den Sinn, dass die Menschen in der Schule lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist natürlich sehr schön, weil das einerseits ein Teil meines Modells ist, aber auch zeigt, es geht darum, dass die Schüler lernen, Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Eine Frage zum Zeitrahmen. Der Prozess, überhaupt mit anderen Methoden zu arbeiten, sich selber organisieren, das umzusetzen, den Sinn in den Vordergrund stellen, ist ja wirklich ein anderes Ding. In welchen Zeiträumen denkst du da, dass sich da wirklich was verändert? Das eine ist, das Modell muss mindestens, das ist das absolute Minimum, ein Jahr geprobt werden. Weil das ist ein relativ starker Change-Prozess. Das klingt sehr einfach und eingängig, aber da passiert sehr viel. Also da gibt es auch Regressionen und übliche Reaktionen eines Change-Prozesses. Also das heißt, es braucht, gut ist, wenn die Leute sagen, wir lassen uns 2 Jahre auf diesen Prozess ein und dann evaluieren wir und schauen wir, wo wir stehen. In vielen Organisationen hat man ja gemerkt, dass klassische Change-Prozesse eher schwierig mit sind. Ja. Hat es neben dem Thema, ich nenne es mal mehr Einbezug, auch eine persönliche Komponente? Gehst du auch entsprechend auf ein individuelles Level mit runter, also sprich bei den einzelnen Lehrkräften? Oder ist es mehr doch ein recht starker Prozessfokus mit dabei? Das ist immer beides. Also das ist ein sehr persönlicher Prozess. Eine Frage bei der Herausarbeitung des Sinns ist, was will ich wirklich für mich selber? Das ist die erste Frage. Was ist mir wirklich wichtig? Also immer diese persönliche Ebene. Und auch bei der Wertediskussion Belief System, das sind immer persönliche Dinge. Was ich sicherstellen muss, ist einen sicheren Rahmen. Diesen Safe Space, der ist so wichtig. Das ist alles.
Und dann kann ganz viel in dem passieren und dann kann ich auch persönlich werden. Aber ich merke, ich steuere es sehr über die Fragen. Und dann ist es immer beides. Ich kann als ganzer Mensch, als Person in der Organisation sein und ich kann den Sinn, die Rückkopplung an den Sinn im Auge behalten. Vielen Dank. Vielmals. Ja, ich danke.